Outlast Episode 3 mit dem super Horrorfilm-Klischee, wo wir dem röchelnden Typen auf dem Tisch eine Schlüsselkarte abnehmen müssen. What could possibly go wrong? Ich glaube, wir sind diejenigen, die röcheln. Der röchelt nicht mehr. Der packt dich. Nee, der schläft. Okay. Bereit? Wisst ihr? War gar nichts. Alles easy. Ach, schau mal, dann kriegen wir es hier auch noch angezeigt, ja, was okay. wir dabei haben. Gut. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir eventuell sein können, dass man mich erstmal in zwei ersten beiden Folgen nicht gehört hat. Sitzt du immer noch im Stuhl? Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, warum sollte er denn weggehen? Also, dann ist er weggefahren. Ach, weggefahren. Wieso denn, glaube, wenn du hier in so einer schönen Urlaubslocation bist? Geht. Ja, warum sollten sie denn jetzt auf einmal was machen? Ich wette, wir kommen völlig unbelästigt zum Büro. Ah! Ah! Shit! Pauline! Wagon! Ah! Wagon! Und jetzt davon! Und schnell und Sprint und Hopp und Gas! Da durch! Hier lang, oder? Ja! Okay. Weißt du, wer weiß noch, wo wir sind? Keine Ahnung. Wissen wir noch, wo wir sind? Wo ist denn das? Ach, hier hinten. Ich wette, wir kommen da total unbehelligt hin. Oh, warte mal. Was war das? Das ist, so funktioniert das vielleicht dann auch später bei dem neuen Dead Island-Spiel. Wenn ich Q drücke, schaue ich mich um im Rennen. Ah. Ich schnell nochmal umschauen. Oh, das ist ja eine coole Idee, dass sie jetzt erst auf sowas gekommen sind. Aber für so ein Verfolgungsspiel ist es ja super cool. Mal uff. Das ist Dying Light, ne? Ja. Da hat das doch auch so komisch gemacht. Der packt dich. Ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt sagst, packe ich dich gleich mal. Oh, Computer. Willst du spielen, oder was? Wir spielen Outlast. Outlastception. Vielleicht läuft hier Slender drauf. Ist hier irgendwas Spannendes zu sehen? Da sind die Militärfahrzeuge. Die sind doch von dieser Private Security Company. Na gut, dann benutzen wir den Haupteingang zu öffnen. Vielleicht können wir eine Mail schicken. Oh, ist bestimmt Windows 8. Er hat jetzt eingetippt Security. Oh. Oh, das ist der Pfarrer. No. Ja, danke. Kamera. Im Keller? Ernsthaft? They lie. Oh, wer war denn da gerade? Da kam gerade einer. Oh, bleibt da drin. Oh. Dass der Walker ist? Oh, nee, komm, lass. Oh, cool. Warum guckt er denn nur in einen Schrank? Also, ja, Glück gehabt. Aber jetzt geh mal lieber in die Hocke, dass du vielleicht dich an dem vorbeischleichst. Lämpchen an. Okay. Gleis Batrilar. Müssen wir jetzt da runter? Ist das der Keller? Oder war da vorne noch eine. Da vorne war doch die Treppe, wo das Wasserrohr war und so. Also nicht da. Wieder zurück ins... Okay. Aber wir haben keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen, oder? Oh geil, jetzt ist hier überall dunkel. Na, vielen Dank auch. Ach. Aber warum funktioniert dann das Licht noch? Notstrom? Ach, schau mal. Cool. Cool, wir können in den Keller. Ja, geil.
Text. An Akte. Hypnotische Experimente und Forschung, okay. Aber schau mal, von wann? 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ach du Scheiße, was machen die denn da? Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisungen genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in dem wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Die bauen auch Schläferagenten, oder? Also im wahrsten Sinne des Wortes, die halt ohne ihr Wissen aktiviert werden können. Jetzt ist nur die Frage, also damals haben sie so eine Sachen gebaut. Ja. Wer weiß, was diese Firma damit machen will. Also die wollen sich vielleicht diese Leute auch mit Hypnose, aber dann für ganz andere Zwecke nutzen. Weißt du denn, ob der automatisch neue Batterie reintut, wenn die leer ist, oder muss man die manuell nachladen? Das weiß ich nicht genau. Ah, diese Kameraoptik hat schon was für sich, oder? Also schon voll übel. Schon also... Mach doch das Lämpchen an. Das wär. Who's there? Da steht einer. Er hat gesagt, er tut uns weh. Ach, aber schau mal, wenn die Batterie alle ist. Ach nee, ich kann mit R Batterie nachladen. Ja, genau. Aber wenn sie leer ist, dann habe ich immer noch so einen leichten. So eine leichte Nachtsicht. Siehst du das? Den Unterschied? Soll ich mal reinmachen? Das dauert ganz schön lang. Ja. Also gut zu wissen, das nächste Mal eher... Wir sind gut vorbereitet. Uns kann eigentlich nichts passieren. Da stand da gerade... Oh, da hing, oh, hing da wieder jemand. Aber da steht, glaube ich, auch jemand, oder? Nee. Da so weiter rüber? Da so? Da? Nee, doch nicht. Würdest du sowas bitte in Zukunft öfter machen? Soll ich's einfach, dann sage ich es einfach nicht mehr. Da steht einer. Dann sage ich es einfach nicht mehr, okay. Was steht denn da drauf auf dem Schild? Was steht da drauf, darf ich aber sagen, oder? Pumpenraum. Warte mal, jetzt gehen wir erst mal kurz gucken, was hier ist. Ich sag's nicht, der Atmosphäre wegen. Also hier, schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Okay, dann müssen wir also tatsächlich erst zu den Pumpen. Ja. Aber also, das ist ja wirklich, wirklich dunkel. Also... Ja. Da ist ja nichts mit Restlicht. Ach so, das ist ja einfach. Du bist ein großer Fan davon, das einfach so anzumachen, dass dann einer steht, oder? Wie? Weil du immer mit dem dunklen Ding rumläufst und es dann mitten in dem dunklen Raum anmachst. Ich hoffe schon drauf, dass da einer steht. Ja, ich muss mir halt meine Schrecker selber bauen, wenn das Spiel... Hör auf! Lauf! Ja, wohin denn? Weiß ich nicht. Da hoch? Da drüber? Mach mal zu, kannst du irgendwie zumachen? Hör auf! Aua! Ach scheiße, das ist da, wo er war. Jetzt! Lass mich halt in Ruhe. Ja. Ah, da geht's auf. Oh, Mann. Ich komm da nicht raus. Ah! Kannst du ihn einsperren? Nee. Nee. Das war schon cool mit dem Umgucken so. Ja! Hallo? Geh da rüber.
Müssen wir jetzt vielleicht einfach, während wir von dem davonlaufen, die Pumpen anmachen? Okay. Okay. Und Pump. Hat das funktioniert? Ich hab keinen Schimmer. Aber wieder hoch. Das ist, glaube ich, nicht hoch. Ich weiß nicht, wo... Oh! Jetzt hör halt auf! Geh weg! Mach mal eine Batterie rein, die ist leer. Hm? Ja, vielen Dank. Noch so ein paar gute Hinweise. Ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Da waren wir eben gerade. Da, ne. An dem vorbei, dann geht da wieder drüber. Ich glaube, du bist eins zu weit gelaufen. So, jetzt hier lang? Ja. So, jetzt bist du wieder in den Pumpenraum. Was war denn mit der Pumpe nicht in Ordnung, dass die nicht machen wollte? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, das vielleicht muss man länger gedrückt halten an dem Ding vorne, meine ich. Weißt du, nicht hier, sondern... Oh. Ah, okay, man kann die Türen doch zumachen. Hat der die wieder ausgemacht? Nee. Ich glaube nur, dass du vorhin an dem Kontrollpult länger gedrückt halten musst, den Knopf. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man das macht, während der einen nicht die ganze Zeit verdrischt. Okay, warte mal, dann versuche ich ihn mal nochmal einzusperren irgendwo. Oder geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank. Ach, stimmt. Hat er das gesehen? Ich weiß nicht. Stimmt, die Mechanik gab es ja auch noch. Wer ist da draußen? Okay, der ist direkt im Nachbarschrank. Da geht er. Oh Gott sei Dank, die haben die Angewohnheit, immer die andere Schranktür aufzumachen. Ich meine, das ist ein bisschen komisch, oder? Sie sind zum einen so ordentlich, dass sie die abgetrennten Köpfe alle ins Regal tun, aber dann gucken sie nicht in beide Schränken. Aber das war scheinbar nur so ein, also noch ein verwirrter Irrenhaustyp, oder? Also der eher noch so am normaleren Ende des Spektrums ist. Weil ja, er gerade gesagt hat, nur ein Geist. Der scheint irgendwie auch Angst zu haben vor dem, was da eventuell sein könnte. Aber ist der jetzt ganz weg? Jetzt müssen wir an dem vorbeischleichen irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber das mit dieser Fluchtmechanik und dem Umschauen, das ist schon irgendwie cool. Ja. Auch wenn man sich dabei ganz schön verhaddert. Haddert. So, das wird Deutsch. Jetzt ist auch die zweite Pumpe. Die waren beide an eben. Du hattest, glaube ich, echt, du musst nur länger hier diesen Knopf gedrückt halten. Konntest du schnell nicht lesen, ehrlich gesagt. Oh, warte, aber da bewegt sich aber da was. Hier. Oh ja, shit. Ach, der Main Breaker ist noch nicht an. Oh ja, oh, danke. Nö. Wo ist denn der Main Breaker dann? Steht da irgendwas auf den Schildern? Das ist eine Batterie. Boah, wie fies diese Augen sind, wie die so reflektieren, ey. Ist schon wieder nur auf Sparbetrieb, ne? Sparflamme. Schau mal, wenn du kurz verschnaufen kannst, irgendwie, ob du ein Schild sehen kannst, wo der Sicherungskasten ist, weil der fehlt noch. Klar, wenn ich kurz verschnaufe. Ach, da kommt man wieder zurück. Kommt der da durch? Also, warte mal, ist da nicht ein Sicherungskasten hinter dir? Das da? Das ist, glaube ich, nur hier für die Tür. Ja. Da rausgekommen. Ich habe mich nur noch gefragt, wie waren wir denn nochmal rausgekommen? Ja, durch den Spalt. Mhm. Ne? Vielleicht kann man so zumindest diese Jagd irgendwie resetten. Aber wir haben offenbar keine richtige Lebensanzeige, sondern nur so, wenn man halt viermal nacheinander einen auf die Ommel kriegt, ist vorbei. Ist wahrscheinlich vorbei, genau. Ist ja gut zu wissen.
Stopp. Da ist das Schild. Was steht denn da? Ah, okay. Ach, guck mal, hier kannst du noch einen Plan gucken. Steht da noch irgendwas so ein Breaker? You are here, Storage. Hier sind die beiden Pumpen und dann ist hier wahrscheinlich der Main Breaker, oder? Okay, also hier den Gang. Geradeaus und dann nach rechts. Wenn wir da durchkommen. Also in diesem größeren Raum mit den zwei Türen, da muss der so. Ja. War das übrigens der Typ, der vorhin auch durch die Wand gesprochen hat, der uns da verfolgt? Ja, ja, genau, der steht da auf der anderen Seite von der, der steht da. Oder stand da auf der Seite von der Wand. Ba-bap. Entschuldigung. Das ist cool mit den Händen nur an der Wand. Hier wahrscheinlich, wo die Tür zu ist. Oh. Da stand eben Electric Room, also wenn du hier vor, da so vorgehst. Ja, das ist ja die zweite Tür von dem Raum hier. Sicher? Wir haben uns ja hier versteckt gehabt. Sicher? Ja, schon. Aber kann man da vielleicht über dieses Gerümpel nochmal drüber? Weil das ist der Pfeil hier, da drüber wahrscheinlich. Geradeaus drüber, über das Gerümpel und dann da rechts rein. An der Wand vorne war ein Schild. LX. Total dunkel hier. Geh nochmal hier zurück zu der Wand. Die hier? Dann, nee, also nochmal raus auf den Gang und das hier nochmal drüber klettern. Und dann ist nämlich da so ein Schild. Da. Electric Room, da lang. Hier stehst du auch nochmal. Rechts. Irgendwas schnüffelt da schon wieder. Lad mal sicherheitshalber die Batterie nach, bevor... Ey, diese Sekunden immer, bis er die neue Batterie drin hat. Da ist eine Axt drin, oder? Das ist der Schalter. Ach, der Schalter, cool. Und jetzt wieder zu dem Raum in der Mitte und dann einschalten. Ja, ja, das wird popel einfach werden. Oh, hier ist noch Batterie. Wenn wir halt MacGyver wären, ne? Dann ist halt jetzt schon rausgesprengt. Würde uns aber nichts bringen, weil wir haben keinen Kaugummi dabei. Ja, stimmt. Ohne MacGyver funktioniert Kaugummi auch nicht. Andersrum natürlich. Cool. Oh, da kommt er, kommt. Ach nee. Da ist aber, glaube ich, dazu. Ist ein Schrank irgendwo drin? Ich fürchte nicht. Dann müssen wir wieder in den anderen Raum. Vielleicht hob er sich an der Tür aus. Nein. Aua! Jetzt rechts. Und über das Hindernis drüber. Hör auf! Und Le, wo gehst du hin? Ich dachte, die Orientierung. Jetzt rechts da raus. So mal rechts und dann links. Und da runter. Rechts. Nee. Das war links, ich weiß. Und da hoch und den Knopf. Scheiße, drück mal den Knopf. Achso, ich wollte mich verstecken. Nee. Jetzt haben wir Licht. Ah, zurück. Da drüber und jetzt irgendwo in den Spalt. Zurück. Du bist zu weit. Ach, dadurch. Genau, ja, genau, richtig. Cool. Okay. Ja, was für ein Abenteuer. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal eine Pause. Um es mal mit was Gutem bewenden zu lassen. Wir stehen auch so schön im Licht. Ja. Wir schauen ins Licht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo.